Die beginnen heute mit dem Thema Mieterschutz. Eine Wohnung zu mieten, etwa hier in Hannover, ist so teuer wie nie. Zwischen 2008 und 2019, das belegt eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linken, stiegen die Mieten in Niedersachsens größten Städten um bis zu 5,6% in jedem Jahr. Nun macht die Corona-Krise manche Mieter finanziell klamm. Es droht Kündigung wegen Mietrückstand. Wir haben jetzt die Situation einer wirtschaftlichen Notlage, wo für viele das Einkommen wegbricht. Das verschärft die Problematik. Da leiden Familien, da leiden Rentnerinnen und Rentner, die nicht mehr wissen, wie sie jetzt ihre Miete bezahlen sollen. Die Linke fordert eine landesweite Mietpreisbremse und einen Mietendeckel.